Danke, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste des Hohen Hauses, wenn Sie gestatten, Herr Präsident, lassen Sie mich eingangs zwei Sätze kurz in persönlicher Sache äußern. Mein Dank an die 203 mutigen und aufrechten Demokraten unter Ihnen, die mir bei der Wahl in das Kuratorium zur Holocaust-Denkmal ihre Stimme gegeben haben. Auch den 43 Abgeordneten, die sich enthalten haben, mein Dank. Kommen wir zum Thema der Traumatherapie der SPD. Oder um den CDU-Kollegen Große Brömmer zu zitieren, zum Resozialisierungsprojekt der SPD, dem Sozialstaatskonzept für eine neue Zeit. Mir scheint, die SPD hat ein neues Vorbild. Die Partei Die Linke. Liebe Genossen, abschreiben will gelernt sein. Des Weiteren stellt sich nicht nur mir, sondern wohl den vielen Wählern die Frage, warum soll er das Plagiat die SPD wählen, wenn er das Original Die Linke kriegen kann? Denn die meisten neuen Ideen der SPD sind alte Ideen der Linken. Auf das Statement der CDU zur Verwandlung oder Renovierung der SPD in Die Linke bin ich schon sehr gespannt. Sozialstaat 2025 ist der hehre Titel, den die SPD ihrem Füllhorn von bunt zusammengewürfelten, bereits einmal gescheiterten Maßnahmen oder von den Linken adaptierten Konzepten gegeben hat. Offenbar hat die SPD noch nicht mal bei der Namensgebung etwas gelernt. Ob Agenda 2010 oder Sozialstaat 2025, bei beiden gilt der Spruch Wilhelm Busch, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Denn über die Finanzierung der Wahlwerbemaßnahmen für die SPD hat sie sich keine Gedanken gemacht. Getreu dem sozialistischen Motto, Geld ausgeben können wir, bezahlen müssen andere. Der deutlich spürbare Motor und Pulsschlag des SPD-Konzeptes Sozialstaat 2025 ist die Angst davor, in den neuen Bundesländern ein dauerhaft einstelliges Wahlergebnis einzufahren. Ja, ich räume ein, es sind einige gute Ansätze darin, die wir diskutieren sollten. Es geht im Grunde um drei Bereiche. Einen haben Sie als Chancen und Schutz in der Arbeitswelt überschrieben. Zunächst fordern Sie, den Mindestlohn von 9,19 Euro auf 12 Euro zu erhöhen. 2015, wenn Sie sich erinnern, werte Genossen, haben Sie versprochen, dass diese Untergrenze niemals von Ihnen für den Wahlkampf instrumentalisiert wird. Aber getreu dem Motto, was interessiert mich mein Gerede von gestern, können Sie sich wahrscheinlich daran nicht mehr erinnern. Oder besteht die Mindestlohnkommission jetzt nur noch aus der SPD? Dann fordern Sie mehr Chancen in der Arbeitswelt. Prima. Hier haben Sie anschließend bei uns, der AfD, abgeschrieben. Wir plädieren schon lange dafür, Arbeitslosen eine bessere, echte Chance zu geben auf Qualifizierung und wenn nötig auch eine zweite Berufsausbildung. Auch über die teilweise Verlängerung der Zahlung des Arbeitslosengeldes kann man natürlich mit uns reden, aber bitte nur unter Berücksichtigung der Lebensarbeitsleistung. Die Ideen für Selbstständige sind ein Anfang, über den wir allerdings im Ausschuss auch reden müssen. Ein weiterer Bereich in Ihrem Konzept ist, Kinder abzusichern und ihnen Teilhabe an Bildung zu ermöglichen. Die Zusammenfassung und Vereinfachung von Einzelleistungen, die Sie da gemacht haben, ist nicht eine sozialdemokratische Grundsicherung. Nein, liebe Kollegen, das ist eine absolute Notwendigkeit und ist schon lange, lange überfällig. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kessler? Alles klar. Meine Damen und Herren, es muss sichergestellt werden, dass diese Leistungen auch bei den Kindern ankommen. Dann haben wir noch das Bürgergeld, formerly known as Hartz IV, oder aus Reiter wird Twix, sonst ändert sich nichts. Meine Damen und Herren Sozialdemokraten, hätten Sie in den letzten Monaten bei meinen Reden zugehört, wäre Ihnen bewusst, dass der Hartz-IV-Satz einfach zu niedrig ist. Angemessen wären 572 Euro pro Monat. Statt die Ursachen zu beheben, doktern Sie mal wieder an den Symptomen herum. Schaffen Sanktionen ab und machen aus Fördern und Fordern eine sozialistische Grundsicherung für alle.
Zusammenfassend kann man sagen, viele halbgare Lösungen, die den Steuerzahler Milliarden kosten werden, und das bei einem prognostizierten rückläufigen Wirtschaftswachstum. Vielleicht denken die Wähler bei den nächsten Wahlen mal über eine konservativ-liberale Allianz zwischen CDU, FDP und AfD nach, die für Deutschland wahrlich die bessere Alternative wäre. Vielen Dank. Die nächste Rednerin, die Kollegin Katja Mast, SPD-Fraktion.